Ich hatte gleich heute Morgen nach Ihnen geschickt. Na, so ein Zufall aber auch. Oder mein verehrter Cousin Georg, wie steht's mit dem? Soll Georg seine Offiziersausbildung unterbrechen oder wie stellst du dir das vor? Ach, aber ich soll meine Privatlehrstunden ausfallen lassen oder wie stellst du dir das vor? Bitte hör doch auf mit deinen Privatlehrstunden. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du das nicht nötig hast? Bitte nicht diese Debatte nochmal. Ich reise jedenfalls nicht. Und du reist. Wie bitte? Wenigstens das kannst du für deine Familie tun. Wenigstens das. Bloß weil ich keine Gebärmaschine bin, wie die liebe Sophie. Was sagst du? Rosemarie, jetzt bist du aber zu weit. Bloß weil ich euren schweinsäugigen, schwitzenden Preußenadel von Grottendorf nicht in meinem Bett haben will. Deswegen soll ich irgendeinen schwachsinnigen toten Onkel in der großen schwarzen Kiste von Amerika nach Bremen holen? Schluss jetzt! Du reist. Und ich reise nicht. Eduard, lieber. Ich glaube, Rosa hat recht. Luise! Doch, doch, Eduard. Sieh mal. Wahrscheinlich würde es mir ganz ähnlich gehen. So als alleinstehende Frau auf Reisen, in diesen Zeiten und dann noch in die neue Welt. Nein, je länger ich mir das überlege, das ist nichts für Sie.